verdammt. Hey, ein Dieb! Er wollte mich ausrauben! Gelobt sei Jesus Christus. Peschek, der Rataja Müller, schickt mich mit diesem Ring. Ein Ring? Hier ist er. Nutzloser Plunder. Du bist sicher Heinrich, was? Peschek hat von dir gesprochen. Was zum... Warum wirfst du ihn weg? Hast du eine Ahnung, wie schwierig es war, ihn zu beschaffen? Peschek sagte, er wäre dir wichtig. Nur Plunder, wie gesagt. Er hat dich bloß auf die Probe gestellt, weil er sehen wollte, ob du die Eier hast, für uns zu arbeiten. So machen wir das nun einmal mit den Grünschnäbeln. Wir müssen schließlich wissen, ob du auf sinnlosen Prinzipien beharrst oder deinen Kopf benutzt. Ich gratuliere, du hast bestanden. Nun hätten wir ein paar Aufträge für dich. Was mache ich mit den gestohlenen Sachen? Niemand wird sie mir abkaufen. Gestohlene Waren zu kaufen oder zu verscherbeln ist ein Verbrechen. Aber wenn sie wertvoll sind, kann ich mich drum kümmern. Nicht, dass ich dir den Kram abkaufen würde, aber ich könnte ihn für dich aufbewahren. Und du bekommst einen Finderlohn. Wenn jemand also etwas verliert und ich es finde, kann ich es zu dir bringen, damit du es aufbewahrst? Und ich bekomme Silber dafür? So sieht's aus, Bursche. Kann ich irgendwie behilflich sein? Du kommst gerade recht. Es gibt da so eine Sache. Ich habe ein Hühnchen mit dem Kommandanten der Thalmberger Garnison zu rupfen und will's ihm heimzahlen. Wie du vielleicht weißt, ist Robert von Thalmberg ausgesprochen pingelig, was die Ausrüstung betrifft. Der Hauptmann Herr Robert? Ich bin verwirrt. Sag mir einfach, was du von mir willst. Es ist so. Du sollst in die Rüstkammer von Thalmberg einbrechen und ein paar Wappenröcke mitgehen lassen. Ah, und wenn Herr Robert rausfindet, dass Ausrüstung für seine Wachen fehlt? Er wird sich den Kommandanten vorknöpfen, der als einziger die Schlüssel hat und für die Sachen verantwortlich ist. Wenn Robert rausfindet, dass vor seiner Nase etwas verschwindet, wird er ihn auspeitschen lassen und ich bekomme meine Genugtuung. Klau mindestens 5 Wappenröcke, damit's Rambazamba gibt. In Ordnung. Was soll ich mit den Wappenröcken anstellen, wenn ich sie habe? Ich verbrenne sie, damit es keine Beweise gibt. Aber lass dich bloß nicht erwischen.